durch diese Unterdrückung der Frau, weil ich meine, was soll denn eine Frau sich besonders hervorheben? Das ist ja schlecht für den Nachwuchs. Der Nachwuchs kann sich ja überhaupt nicht entwickeln, wenn die Frau irgendwelche eigenen Ziele verfolgt. Das heißt, wir haben unbewusst gelernt, Frauen zu unterdrücken. Die Frauen in der Gruppe unterdrücken sich gegenseitig oder erlauben sich nicht, besser zu sein als eine andere Frau. Vielleicht sehr, sehr unterbewusst, ja. Vielleicht sagen, wir schreien jetzt alle möglichen Frauen, die darüber noch nie nachgedacht haben. Nein, ich doch nicht. Ja, aber ja, man muss ein bisschen näher daran gehen. Es kann schon sein, dass du so weit bist, dass du ganz anders damit umgehst als jetzt eine total unbewusste Frau. Und das glaube ich auch, ja. Aber so tendenziell ist es so, das, was wir halt als Erbe mitgebracht oder mitbekommen haben. Und Faden, 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 nächstes Video.